Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 8. bis zum 14. für alle Singles und alle, deren Beziehungsstatus unklar oder kompliziert ist. Und da schauen wir auf den Bereich Liebe in einem kurzen Quickie-Reading. Naturgemäß ist das eine allgemeine Legung. Dementsprechend, wenn es nicht mit euch resoniert, ist nicht schlimm, dann war es diesmal nicht eure Energie, dann einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Wenn es mit euch resoniert und ihr wirklich alle Infos haben wollt zu der Woche, zu dem Thema, dann macht es absolut Sinn, sich euren Aszendenten für Liebesbeziehungsdinge natürlich auch immer Mond und Venus mit anzuschauen. Sucht euch also in eurem Geburtshoroskop die jeweiligen Zeichen raus und schaut euch dann nachher in der Playlist Singles 8. bis 14. da Aszendent Mond Venus noch mit an. Ich glaube, dann habe ich alles gesagt, außer dass es für diejenigen, die noch nicht so lange mit dabei sind, Zeichen-Playlists gibt. Je nachdem, was ihr seid, von Widder bis Fische, ist da alles dabei. Sucht da einfach in den Playlists euer Zeichen raus. Vielleicht ist da auch was dabei, was ihr noch nicht gesehen habt, was euch aber interessiert und oder weiterhelfen könnte. So, jetzt aber legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Schütze, Singles und alle Schützen, deren Beziehungsstatus unklar und oder kompliziert ist, zum Thema Liebe in der Woche vom 8. bis zum 14. August. Okay. Acht der Stäbe. Neun der Kelche. Königin der Münzen. Sechs der Münzen, der Mond auf dem Kopf und der König der Schwerter. So. Mhm. Das ist sehr interessant. Okay, wir haben hier im Übrigen Fische-Energie. Diejenigen Beziehungsstatus unklar und oder kompliziert, bekommen ein bisschen Hilfe. Da scheint mir jemand Drittes einen Schubser irgendwie zu setzen, dass ihr zusammenfindet, ja, da tanzen zwei umeinander rum, die noch nicht so richtig zusammenfinden und da scheint mir jemand von außen irgendwie ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen. Da gibt es auch Gespräche, da gibt es Aussprachen, da gibt es auch das, nicht nur das Abwägen von Möglichkeiten, wie man jetzt dann richtig zusammenfindet, sondern auch wirklich sowas wie eine konkrete Planung. Ja, also da kommt sehr, sehr, sehr viel Kommunikation mit rein. Hier aber auch so ein bisschen das kleine Ausrufezeichen, Achtung, Achtung, ja. Wenn ihr dann an einem Tisch sitzt, dann bittet dritte Person darum, sich da rauszuhalten. Ne? Ein dickes Danke an der Stelle, ja, könnt ihr dann sagen, dass du geholfen hast, dass wir überhaupt dieses Gespräch miteinander führen, dass wir überhaupt jetzt endlich irgendwie zueinander gefunden haben. Aber den Rest klären wir dann für uns. Einige von euch werden auch viel rausgehen. Das kann sein, dass ihr auf Festen eingeladen seid. Es kann sein, dass ihr irgendwelche Sommerfeste, Schützenfeste, weiß der Geier was für Stadtfeste mitmacht. Da gibt es auch die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, die gegebenenfalls Liebes- und Beziehungspotenzial für euch mitbringen. Einige von euch werden beim Geldabholen in jemanden reinlaufen, andere von euch beim Spaziergang oder beim Sport im Park, was weiß ich, was man da machen kann, Yoga, Joggen, Hund ausführen. Und die anderen bekommen einen neuen Bankberater zugeteilt oder Versicherungsmenschen, wie auch immer. Und da knistert es auf jeden Fall. Ja? Wie es dann weitergeht, also es kann tatsächlich zu einer Beziehung kommen, aber erstmal knistert es eine Weile. So, wir gucken uns mal an, was die Klärungskarten. Ja, da ist was auf dem Weg, hier die Hohepriesterin, da ist auf jeden Fall
etwas oder jemand auf dem Weg. Ui, okay, es kann auch jemand aus der Vergangenheit nochmal nach einer Chance fragen. Das betrifft hier wahrscheinlich eher auch Beziehungsstatus unklar und oder kompliziert. Ja, das hatte ich eben gesagt, da gibt es die Chance auf Aussprache und Zusammenfinden. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, da nimmt man sich auch Zeit, die Dinge zu durchsprechen, zu durchdenken, nachzufühlen. Einige von euch, die jetzt nicht im Beziehungsstatus unklar oder kompliziert Bereich sind, sondern wirklich schon länger Single, die lassen sich Zeit, auch nachzufühlen. Was macht dieser Mensch mit mir? Wie wirkt es auf mich? Also das ist nicht so eine Hals über Kopf, man sieht sich, man verliebt sich und küsst sich und ist zusammen Geschichte, sondern da schaut man erstmal, passt das überhaupt? Man unternimmt auch sehr, sehr viel miteinander, um sich besser kennenzulernen, bevor man da, ich sag mal, die Hosen runterlässt und sagt, hey, ich mag dich doch ein bisschen mehr. Ja, aber diesen Menschen, den ihr da kennenlernt, den müsst ihr auch kennenlernen, tatsächlich. Der steht auf eurer Kennenlernen-Lebensplan-To-Do-Liste. Und ihr werdet das auch fühlen. Das fühlt sich so ein bisschen an wie nicht von dieser Welt. Ja. Aszendent, Mond, Venus geben euch mehr Informationen. Erst dann wird ein komplettes Bild daraus. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.